Hallo und herzlich willkommen zu meinem Geisterblüten Farm Video. Leider ist die Ausbeute bei den Geisterblüten sehr sehr gering. Ich zeige euch dennoch, wie man am besten farmen kann. Ich habe verschiedene Spots ausprobiert. Und hier etwa in einer bis eineinhalb Stunden das gefarmt. Im Vergleich zu den anderen Videos natürlich nicht wirklich viel. Aber besser als nichts. So, zu Beginn zeige ich euch, wo ihr was findet und wie ihr fahren müsst. Es ist eigentlich ganz einfach, ihr düst jedes Mal in diese Höhlen, kontrolliert noch kurz beim Ausgang den Punkter und manchmal Geisterblüten, dann hier rauf, dasselbe wieder mit der Höhle. Man sieht es ziemlich schnell, die große Ruhen mit grüner Leuchte. Wenn man hier drum fährt, ist am Rand oft auch eine Geisterblüte. Hier bei dem Sumpf oder was das auch immer ist, müsst ihr aufpassen. Auf dieser Seite oder auf der rechten Seite Geisterblüte. Man sieht es nur sehr schlecht. Und dann direkt hier wieder in die Höhle. Hier rüber, ja, dasselbe Spiel die ganze Zeit, ein bisschen öde und ich finde auch die Gegebenheit nicht so schön, die Location hier mit den Steinen nicht so gut mit dem Sparrow rumzufahren, aber es geht am schnellsten. Dann wieder die Truhe, dann hier rauf, hier in der Ecke ist manchmal noch eine Truhe. Hier selten, aber kommt vor. Dann hier wieder rein. Ruhe. Und darüber. Wieder nichts. Boah, lass mich mal arbeiten hier. Nochmal. So, da wieder raus, den über den Haufen fahren, wenn wir schon dabei sind, dann liegt hier auch noch eine Truhe und hier im Baum kann eine Geisterblüte sein, oder da unten, dann wieder ab in die Höhle, eine schöne Truhe und wieder raus. Was ist das hier noch? Oh, da noch eine Blüte. Die leuchten so schön. Was ihr achten müsst, ist, oft auf den Bäumen sind die Geisterblüten auch oben drauf. Wieder. Und auf dem ganzen Weg, den ich jetzt vorhin gefahren bin, wenn sie auf der Seite spawnen, man sieht sie recht gut, weil sie so schön leuchten. Außer wenn es sehr hell ist, dann ist es schwierig. So, ich werde jetzt kurz alles auf die Bank werfen. Dann 15 Minuten in doppelter Geschwindigkeit farmen, also das Video in doppelter Geschwindigkeit abspielen, versteht sich von selbst. Wer das nicht sehen will, soll doch mal bis zum Ende vorspulen. So, bis gleich.
So. Wie ihr sehen könnt, 38 Geisterblüten, 15 Minuten. Es ist akzeptabel. Es ist etwa zwischen 35 und 40 Geisterblüten, die man farmen kann. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst doch einen Like da oder abonniert mich gleich. Und schaut euch doch noch die anderen Videos an.